Zwei Luxuslimousinen, zwei Profis. Der BMW 7er, die Mercedes S-Klasse und Franz und Alex Kraus. Die Brüder sind Selbstchauffeure und Inhaber von Bavaria Limousines. Sie bieten bundesweit Chauffeurdienste an und kennen das Metier wie ihre Westentasche. Mit fast 100.000 gefahrenen Kilometern pro Jahr macht ihnen so schnell keiner was vor. Gemeinsam mit Stefan Ott bilden sie das Testteam. Er ist angestellter Skoda Octavia-Fahrer und nicht an solchen Luxus gewöhnt. Für ihn ist dieser Test eine Premiere. Mit den beiden Profis darf er einen Tag in der Luxusklasse verbringen. Es treten an. Die Mercedes S-Klasse gegen den neuen 7er BMW. Unter den Hauben schlagen Dieselherzen mit 245 bzw. 235 PS in der S-Klasse. Grundpreis BMW 70.000 Euro, Mercedes 72.000 Euro. Stefan, grüß dich. Ah, servus Alex, hallo. So, nimmst du mal Platz? Ja, danke. Beim Limousinen-Service sitzt man normalerweise hinten. Okay. Das Auto hat jetzt aber leider kein Multimedia-System und ist auch nicht die Langversion. Okay. Deswegen würde ich sagen, setz dich mal bei mir vorne hin. Denn hinten gibt es im kurzen 7er wenig zu entdecken. Los geht's im neuen Luxusladen aus München. Auf der Profi Alex. Also das Erste, was mir auffällt, ist das Fahrgeräusch. Das ist wirklich extrem ruhig. Den Motor hört man gar nicht, obwohl es jetzt ein Dieselmotor ist. Das ist sehr leise. Der Diesel ist sehr kultiviert. Doch das eigentlich Erstaunliche am aktuellen 7er BMW sind die technischen Neuerungen. Nochmal, kann ich ins Internet gehen? Du kannst mit dem neuen 7er BMW kannst du ins Internet gehen, kannst dir Restaurants raussuchen, kannst dir die nächste Tankstelle anzeigen lassen. Ich finde sowas schon toll. Also es hat was. Es ist natürlich, denke ich jetzt mal, weiß ich nicht, ein bisschen gefährlich. Gut, schreibt er jetzt auch, benutzen Sie dieses System nur, wenn es die Verkehrsbedingungen zulassen. Ich glaube, ich würde mich dann schon dabei erwischen, wie ich im Internet surfe. Während der Fahrt ist das Internet vorne jedoch geblockt. Als erfahrener Chauffeur möchte Alex immer alle Bedürfnisse seiner Fahrgäste erfüllen. Doch auch für ihn als Fahrer bietet der BMW einige komfortable Details. Was mir jetzt auch gleich auffällt, wenn ich auf das Cockpit schaue, ist eben die Projektion der Geschwindigkeit in der Scheibe. Der hat eine Erkennung, die erkennt die Straßenschilder und projiziert mir dann die Straßenschilder ins Cockpit. Nee. Unser Profi lässt nach einigen Kilometern den Luxusklassen-Neuling ran. Innovationen wie der Spurhalteassistent sind Neuland für Stefan. Wenn er die Mittel- oder Seitenlinie überfährt, meldet der 7er das an den Fahrer. Ah, okay, das Lenkrad vibriert. Das Lenkrad vibriert. Das ist natürlich sauber. Besonders wenn man längere Fahrten hat, wo man müde wird oder wo man schläfrig ist, macht es schon Sinn. Für komfortables Reisen steht Percy, die S-Klasse. Auch sie fahren wir in der Kurzversion. Daher nimmt Stefan auf dem Beifahrersitzplatz. Hinterm Lenkrad sitzt Profi-Chauffeur Franz. Jetzt habe ich noch einen Schmankerl für dich. Jetzt habe ich dir die Massagefunktion vom Beifahrersitz eingestellt. Start, cool. Start, Stufe 4. Ja, tut das was? Ja, das tut. Spürst du was? Ja, ich spüre was. Ist natürlich auf langen Fahrten sehr entspannend. Wenn du mal von München nach Berlin fährst, hast halt nach 2 Stunden taubes Gefühl schon. Und dann entspannt es halt. Oh, das glaube ich. Ja, das ist komplett. Auch. Also, es ist das ist angenehm. Ja. Lass uns fahren. Und auch die Bedienung in der S-Klasse gefällt. Ich muss eindeutig sagen, dass ich die Bedienung hier jetzt viel einfacher finde als gerade im BMW. Also, man findet sich viel leichter zurecht. Liegt vielleicht auch daran, dass man weniger Auswahlmöglichkeiten hat. Aber ich finde das, angenehmer. Bietet denn die S-Klasse jetzt auch die Möglichkeit, dass ich ins Internet gehe? Also derzeit noch nicht, was wir sehr schade finden, weil wir es also oft gebrauchen könnten. Gerade unsere ausländischen Kunden und Gäste, die hinten mitfahren, die beklagen sich oft über die teuren Roaming-Gebühren. In Sachen technische Innovationen liegt der BMW also vorne. Stefan übernimmt das Steuer der S-Klasse. Wenn ich jetzt hier auf einer langen Strecke unterwegs wäre, ist natürlich hier im Mercedes vielleicht durch diese Massagegeschichte, das ist natürlich ganz klar mehr auf Komfort ausgerichtet. Beim BMW halt doch eher auf die Sportlichkeit. Doch auch im Mercedes stecken immerhin 235 Diesel PS. Ist nicht ganz so spritzig wie der BMW, ist allerdings auch nicht das, was ich jetzt unbedingt erwartet hätte, dass er so
das sehe ich. Aber merkst du das, dass während der Fahrt, dass er so ein bisschen mehr zu Seitenbewegungen neigt, im Gegensatz zum BMW, der doch, bei BMW spürt man doch eher mehr die Bodenwellen? Ja, das ist richtig. Also ich meine, man hat schon dieses Schiffgefühl. Mit dem komfortableren Fahrwerk kann die S-Klasse für Langstreckenfahrten punkten. Technisch überzeugt der BMW. Gibt es einen Sieger? Es ist ganz klar, der BMW ist halt etwas spritziger, sportlicher, der Mercedes dafür eleganter. Man muss allerdings sagen, dass bei dem BMW eindeutig die Features bestechen, weil das Head-Up-Display, das ist eine feine Geschichte, und der Spurassistent, das ist auch, ist schon ein sehr interessantes Feature. Der 7er ist halt sehr sportlich und dynamisch. Wobei ich aber für unser Business, muss ich sagen, eher die S-Klasse bevorzugen würde. Für mich persönlich als Fahrer würde ich mich wohl eher für den 7er BMW entscheiden, weil er doch mehr meiner Altersgruppe entspricht und die S-Klasse doch für den eher gesetzteren Herrn wohl zu gebrauchen ist. Ein Unentschieden. Für Selbstfahrer heißt die Wahl BMW, doch für Chauffeure führt kaum ein Weg am Stern vorbei.